Herzlich willkommen zum Finalspiel in der Champions League. Ihr habt es hier gesehen, Inter Mailand hat sich hier den Titel geholt. Inter, AC Mailand, Entschuldigung. Der Europa League geholt. Hier möchte man jetzt. Ah ja, der ist ja gesperrt. Hier möchte man jetzt auch vielleicht nachziehen. Na, der Rossi, lass mal. Aber da diese Connection so gut funktioniert hat, wenn wir das hier so machen, im finalen Champions League Spiel, im letzten Spiel von Lincoln City oder vielleicht das vorletzte, vielleicht spiele ich noch in der nächsten Saison diesen Cup-Gewinner gegen Meister. Ich weiß es noch nicht. Aber sagen wir mal, hier ist das letzte Match angebrochen für Lincoln City. Es bleibt dann nur mehr noch die EM mit Österreich über. Es hat wirklich Spaß gemacht, diese Mannschaft hier so weit in die Premier League zu führen. Und sehen, wie manche Spieler sich entwickelt haben. Manche haben konstant ihre Leistung gebracht, manche sind über sich hinausgewachsen. Manche konnten leider nicht konstant eine Leistung bringen. Wenn ich daran denke, was mir besonders weh tut, Ginny konnte auf einmal nicht mehr die Form halten in FIFA 19, die er im 18er zutage gelegt hat. Dafür wieder andere Überraschungen, so wie Pilat hier. Schulte. Man bei der Transferpolitik nicht immer ins Volle gegriffen, also nicht immer recht behalten mit den Spielern. Es hat auch einige Flops gegeben, aber das gehört auch dazu. Ja, auch einer, der immer konstant hier gut eigentlich gespielt hat, war nicht immer erste Wahl. Muss man auch sagen, wie auch noch Obraniak zum Beispiel da war. Eins zu null. Wer war's? Aber Murk sich trotzdem hier immer super präsentiert hat, nie aufgegeben hat, sich immer an sich gearbeitet hat. Schulte was, glaube ich. Oder was, Goff? Schulte würde ich sagen. Ja, Murk, für mich, ja, Schulte. Für mich auch einer, der maßgeblich an
dem Erfolg von Linking City beteiligt ist. Lovrencic natürlich, Farmen. De Rossi! Wahnsinn, jetzt schießt er die Tore! Dass er schießen kann, wissen wir ja. Wahnsinn, wie das jetzt hier abgeht. Sie sind in einer bestechenden Form. Bist du Moped? Schulte wieder. Hamburg hat hier schön gesehen, dass der Torwart schon zu weit draußen war. Und aber Schulte frei gelaufen ist. Drum der Pass rüber. Wahnsinn! Ich spiele eigentlich den Schwierigkeitsgrad, den ich immer spiele. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht im Cup und in der Champions League den Schwierigkeitsgrad heruntergedreht. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht jetzt hier, aber was hier jetzt hier abgeht, Alter. Bist du deppert. 26 Minuten und 4:0. Was geht hier ab? Ups. Oh. Oh, der lasst ihn doch aus. So weit für Schulter. So, das Farmen auch ein bisschen was zu tun kriegt. Das war schon eher ein Verzweiflungsschuss. Ja, schade für Armstrong natürlich, dass er nicht mehr hier dabei ist. Er hat auch einen riesigen Anteil gehabt. Boah, schön.
War auch einer der ersten Transfers, die getätigt wurden. Genauso wie Lovrencic, genauso wie Huang Bowen. Den einen werdet ihr jetzt sehen, quasi als Abschiedsspiel für ihn. Vielleicht findet er ja seinen Weg in FIFA 20, genauso wie Lovrencic. Alter. So, auch ihm möchte man noch genügend Zeit geben. Ach, weißt du was? Da, damit der Wechsel stattfindet. Ist schon legendär, die Nummer 99 hier.
Ja, das Spiel ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Macht nichts. Es gelingt auch nicht mehr so wirklich was bei Manchester United. Ja, Ring auch ein Spieler, der mir sehr ans Herz gewachsen ist und immer schon war. Den habe ich unbedingt holen wollen. Lukaku. Ja, Farmen, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ein richtig wichtiger und guter Rückhalt bei Lincoln City. Ja, wie hat euch die Saisonen von mir mit Lincoln City gefallen? Schreibt mir doch euer ehrliches Kommentar. Auch ob ihr das gut fandet, den Wechsel von FIFA 18 auf 19 und die Spiele zu simulieren und so weiter. Ich habe mir aber gedacht, eben, dass das viel Zeit auch noch spart, um auch im 20er an zu treten und zu machen. Aber jetzt schauen wir mal. Hier die Champions League von Lincoln City. Die haben sich's geholt. Ja, Mulk, ja, darf jubeln. Sushi wird als Interimskapitän die Trophäe in die Hand nehmen. Von der UEFA Champions League. Ja, hier lassen sie sich feiern. UEFA Champions League Meister. Ein Wahnsinn. Mit diesen schönen Bildern, wo wir auch noch die Zusammenfassung sehen werden. Ja, hier die Zusammenfassung noch, wollte ich mich schon glatt verabschieden. Schulte hat es möglich gemacht. Mit dem 1:0. Hier der Rossi 2:0. Am Ende der Saison ist er richtig noch in Fahrt gekommen. Hier nur auf Schulter wieder. 3:0.
Koskov. 4:0. Und das alles aber in, ich glaube, knapp unter 40 Minuten. Hier musste Fame noch ein bisschen hinter sich greifen. Ja, das war's auch schon von Linking City. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch ein Match als Bonus-Draufgabe. Das weiß ich noch nicht, aber ich verabschiede mich jetzt schon einmal. Vielen Dank, dass ihr mir hier zugesehen habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit Linking City. Bleibt aber noch dran, weil es gibt noch die EM mit Österreich, wem es interessiert. Also macht das bis dahin gut. Wisst ihr was, wir werden uns noch geschwind anschauen, wie es mit den Torschützen und so weiter ausschaut. So machen wir das. Wenn ich es jetzt so ad hoc finde, wenn es anzeigbar ist. Dann machen wir das jetzt noch. Habe ich das im Büro? Habe ich das in der Saison? Da sehen wir die Tabelle. England, Russland und Wales. Ah ja, hier haben wir es ja. In der Premier League hat es tatsächlich noch Bendtner geschafft und hat den Torjägertitel ein zweites Mal geholt. Hier seht ihr es mit 17 Toren in 30 Spielen. Murg ist Fünfter mit 14 Toren. Hier sehen wir das FA Community Shield. Bendtner, Armstrong und Schulte. Emirates FA Cup. Ja, da hat es Antonio geholt mit 5 Treffern. Lovrencic mit 3 und Murg mit 3, schon etwas abgeschlagen. Im Carabao Cup Bendtner mit 4 Toren, obwohl man da eigentlich auch relativ früh ausgeschieden ist, sage ich mal. European International Cup, ja okay, Antonio Schulte, da hat man nicht gespielt. UEFA Champions League, ja, da hat man nicht so eine große Rolle gespielt. Antonio mit 5 Tore, der Beste. Genauso Schulte. Aber das hat ihm nicht gereicht. Barcelona hat da mehr geschossen mit 7 insgesamt. Lewandowski, Bayern. Alles Gegner, die man eigentlich ausgeschalten hat. Ja. Hier in der Premier League Torvorlagen. Murg, Armstrong, Lovrencic. Im Emirates FA Cup Murg 4. und Scott 5. Platz und dann noch Armstrong auf dem 10. Platz. Im Carabao Cup, da hat man nicht so gut abgeschnitten, da ist man nicht vertreten. European International Cup Murg und Lovrencic Platz 1 und 2 und dann Bendtner was 4-5. Antonio Platz 8. Platz 13 Scott, Platz 15 Czerny. Der UEFA Champions League Schulte mit 6 Vorlagen. Was mit 4 auf Platz 4. Murg auch noch. Antoni ist auch noch dabei. Ja, das war's mit den Statistiken. Ihr seht es hier, es geht dann weiter noch mit Österreich.
Bis dahin aber macht es gut. Bleibt's dran. Hat mich gefreut, dass ihr mir bei Lincoln City so tapfer und wacker zugeschaut habt. Es wird sicherlich wieder ein Let's Play mit einer Mannschaft im Manager-Modus. Seid gespannt. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaut. Aber wie gesagt, EM gibt es noch. Bleibt also dran bei Österreich. Ciao und Baba.